Dieses Video beschäftigt sich jetzt mit dem Thema Drehfeld von Pumpen. Es gab ja schon ein anderes Video, wo es um die Drehfeldstörung geht. Dabei ist natürlich die Steuerung ganz wichtig, die überwacht, ob das netzseitige Drehfeld rechts oder links ist und in dem Fall wir dann eine Meldung kriegen, ob das netzseitig in Ordnung ist. Bei den Pumpen ist es ein bisschen anders, weil natürlich die Steuerung weiß, was netzseitig reinkommt, aber warum sich die Pumpen drehen, weiß die Steuerung nicht. Das heißt, diese Variante muss ich immer wieder prüfen, muss schauen, ob die Pumpen wirklich die richtige Drehrichtung haben. Werkseitig sind natürlich die Pumpen angeschlossen bei Hebeanlagen und da kann man sicher sein, die Pumpen wurden vorher geprüft und sind in Ordnung. Bei Pumpstationen, wie jetzt hier seine Tauchpumpe, da muss ich halt vor Ort dann wirklich schauen und muss per Handmodus prüfen, ob diese Drehrichtung korrekt ist oder nicht. Wir haben jetzt hier verschiedene Pumpentypen, Freistromlaufrad, Schneidwerk oder auch Kanalrad. Und wir haben jetzt hier auch mal kurz die Pfeile draufgeklebt, wo man schön sieht, wie ist denn die korrekte Drehrichtung. Bei den Freistromlaufrad ist es oftmals so, dass die Kollegen nicht wissen, warum das Teil richtig drehen muss. Viele denken, es ist eine Schaufel, die muss nach innen schaufeln, das ist komplett falsch. Das Schlimme bei der ganzen Sache ist, auch wenn dieses Laufrad falsch rumlaufen sollte, man hört es nicht direkt und die Leistung ist nur geringfügig schlechter als normal. Das heißt dann, im Inneren, das heißt im inneren Kreis, wird sich Material ansammeln und die Pumpe wird trotzdem laufen. Das heißt, bei einer Wartung muss ich auch immer schauen, ist denn die Pumpe noch korrekt angeklemmt oder nicht. Vor allem, wenn auch hier Kabel verlängert oder abgeschnitten werden, werden häufig diese Marken, die hier auf den Kabeln angebracht sind, mit abgeschnitten oder bei der Verlängerung nicht beachtet. Und dann kann es halt passieren, im Schaltkasten werden zwei Phasen getauscht und schon läuft eine Pumpe halt in dem Falle falsch rum. Bei den Schneidwerken ist es ähnlich. Auch hier gibt es eine vorgegebene Drehrichtung. Ich habe hier diesen Schneidkranz und auch der hat vorne eine geschliffene Schneide. Ist diese Pumpe nun falsch drehend in die falsche Richtung, kann es halt sein, dass diese Schneide die ganze Zeit nicht schneiden kann, sondern eher presst und es dadurch zur Verstopfung kommt. Nebenbei natürlich ist auch die Förderleistung sehr stark eingeschränkt. Das heißt, es dauert viel länger, bis der Schacht leer gepumpt ist. Im letzten Fall beim Kanalrad ist es etwas einfacher. Beim Kanalrad hört man sehr schnell, ob das Teil falsch rum oder richtig rumläuft. Das heißt, ist eine Pumpe, wie zum Beispiel hier bei der Muli Pro, falsch herum angeklemmt, wird man sofort durch den Lauf hören, dass dieses Teil sich sehr stark schüttelt. Das heißt, die Pumpe sehr starke Geräusche von sich gibt. Das heißt, hier ist der Fehler schnell erkennbar. Bei allen anderen Pumpen muss man zwingend prüfen, ob die Drehrichtung korrekt ist oder nicht.